stones on the driveway. I hear him crunch below. That old oak, like a guardian, stood the same since forever ago. Over the wood stove, glass eyes looking down. They was ever watchful, but never made a sound. In the evenings we gather around the fire, in a sea of moving stars, a soft cricket choir. The cry of the coyotes used to scare me as a child. I knew this place as a crossroads between heaven and wild. Sitzt doch schon wieder der Herr Deichmann. Noch keine 15 Kilometer gefahren und schon wieder die erste Essenspause. Der Markus kommt vorbei und dann wird mein Abenteuer wird dann zur Luxusreise. Jetzt hat er Russland ausgelassen. Kaum kommt der erste Frühlingstag, ist er da. Wir fahren von einem Restaurant zum nächsten. Naja, da bin ich vielleicht auch dran schuld, aber. Wie ist denn das mit der Hygiene? Klär uns auf. So, du bist jetzt seit drei Monaten in Russland? Ja, über zwei Monate. Zweieinhalb Monate. Wie oft hast du dein Trikot gewaschen? Ich wasche das so alle 10 Tage. In the woods and meadows where time slowed. Looking ahead to that house of green. Won't be long. Till I'm back on Skipperine Road. Das ist immer eine der wichtigsten Sachen, immer ein paar trockene Socken. Das denke ich, hier wird Hygiene groß geschrieben. Aber das ist schon okay, das kann man schon mal machen. Aber ich meine, was erzähle ich? Ich hatte die Wahl mit dem Schlafsack draußen im Regen oder im Einmannzelt mit Jonas Füßen im Gesicht. Die Entscheidung fiel dann nicht unbedingt schwer. Aber hey, Not macht erfinderisch, oder? Genau. Wir haben jetzt 15,4 Kilometer und es sind noch 680 bis Vladivostok. Wir wollen eigentlich in 3 Tagen da sein. Easy. Das heißt, also 170 möchten wir schon fahren, Leute. Machen wir auch. Bin ich gespannt. Ja. Something in the bones that's pulling you this way. And it's certainly worth fighting for. And quite possibly worth dying for. To shame. Ja, ich bin super happy hier zu sein. Letzte Woche hat's noch geschneit und heute habe ich geschwitzt in meiner langen Kleidung, weil es hier 25 Grad hatte, Pazifikklima. Die Einfahrt nach Vladivostok rein war auf der großen, vielbefahrenen Autobahn. Und dann aber trotzdem spektakulär hier mit den Hochhäusern und den Hügeln. Und wenn man dann hier über die große Brücke und den Militärhafen fährt, das ist schon ein Wahnsinnspanorama. Und hier ist ein super Empfang. Ich bin froh, hab's geschafft. Battle to achieve. It's all there's left to do between the momentary grief. And it's certainly worth fighting for. Also ich denke dann schon, wie der Lauf durch Nordamerika wird. And quite possibly worth dying for. We shape the risks we take.